Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die King of Rap Box von Rough Rider of Love. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. King of Rap vom Rough Rider of Love bzw. Buddy Ogün, der sich ja hier als Rough Rider of Love im Genre Rap versucht hat, ja, zu etablieren, einen Fuß reinzubekommen. So sieht das Ganze aus. Ist vom Design her eine klassische Clubbox, in schwarz gehalten. Und hier oben haben wir so in goldgelber Schrift den Schriftzug Rough Rider of Love. Dann haben wir hier den Mann höchstpersönlich auf einem goldenen Thron sitzend, wie man ihn kennt, mit weißer Alpha-Jacke, weißer Hose, schwarzen Stiefeln, dickem Gürtel dazu und Ketten um den Hals und natürlich die Krone, wie es sich für den König gehört. King of Rap lesen wir hier. Auf der Rückseite haben wir die Tracks aufgelistet, 12 Stück an der Zahl. Zur Tracklist kommen wir dann noch, wenn wir das Album ansehen. Dann haben wir hier den Inhalt der Box. King of Rap Album, King of Rap Instrumentals, King of Rap Poster, King Kulturtasche, King Kondom, King Zahnbürste und King Taschentücher. Da haben wir noch einen Barcode und die Credits. Ansonsten die Box komplett in schwarz gehalten, bis auf die linke Seite. Hier lesen wir noch Rough Rider of Love, King of Rap. Das Ganze wird hier aufgeklappt. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Also einmal der Kulturbeutel, die Kulturtasche, das Album King of Rap, die Instrumentals und dann natürlich auch noch das Poster. Box von innen ganz in schwarz. Und wie immer fangen wir natürlich an mit dem Album an sich. Kennen wir bereits vom Box Cover, genau dasselbe auch hier als Cover verwendet, das Foto. Ansonsten hier alles glatt schwarz, also keine Beschriftung. Rough Rider, King of Rap. Rough Rider of Love, King of Rap. Hier ist der Thron jetzt leer. Die Krone hat er da gelassen. 12 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Chelo, Abdi, Hannibal und Alpagan. Und dann auch noch Nico. Mein Favorit des Albums ist Track Nummer 4, der Sound von Aberdeen. Chelo, Abdi und Hannibal. Ganz gut auf dem Track. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn man dem Rough Rider, also Buddy Ogün, jetzt nicht absprechen kann, dass er nicht rappen könnte, aber mir ist das Album einfach ein bisschen zu hektisch und die Musik, beziehungsweise vor allem die Stimme in dieser Geschwindigkeit und in diesem Rap-Stil von ihm einfach zu hektisch und ich finde die Stimme zu, ja, also unangenehm. Mir ist die Stimme einfach zu nervig, um es mir wirklich dauerhaft anzuhören. Ein-, zweimal kann man sich das aber durchaus geben. Ist teilweise ja ganz lustig und ja auch mehr so ein Spaßprojekt gewesen. So, dann schaue ich mal, dass ich das Booklet hier rausbekomme. Habe ich hier immer meine liebe Not. Aber jetzt. So, also kennen wir bereits. Dann haben wir hier, merkt euch die Worte eines Königs, Maus reimt sich auf Haus und nicht auf Haut. Okay, ganz wichtig. Und was steht hier noch? Um die Genialität dieses Albums zu verdeutlichen, wurden die Texte niedergeschrieben, natürlich nur die des Kings. Vielen Dank an meine Gäste, den Ex-King of Rap, also damit dürfte wohl Kool Savage gemeint sein, der ist hier, Moment, hier jetzt nicht als Feature angegeben, aber beim ersten Track, Meine Krone, erzählt er so ein bisschen was und wie es dazu kam, dass er den Titel King of Rap an den Rough Rider abgegeben hat. Dann haben wir den King von Schöneberg, da wird wohl Alpagan gemeint sein, das königliche Trio aus Frankfurt, da werden dann wohl Chelo, Abdi und Hannibal gemeint sein und meinen kleinen Prinzen, das wird dann wohl Nico sein. Gut, 12 Tracks hier nochmal aufgelistet.
Dann haben wir hier die Texte. Sehr schön. Schöne Aufnahmen des King of Rap. Weitere Texte inklusive des Gürtels. Ich genieße mich selber jeden einzelnen Tag. Also wirklich tief philosophische Denkanstöße. Weitere Texte und ein halbes Gesicht des Königs. Schöner Titel auch, der Hurensohn. Angelika und King. Okay, dann haben wir hier zum Abschluss noch einmal die schicken Stiefel des Königs. Und das war's dann, den leeren Thron kennen wir bereits vom Backcover. Und dann kommen wir zum weiteren Boxinhalt. Einmal die Instrumentals, beziehungsweise wie es hier genannt wird, die King of Rap Beats. 10 an der Zahl. Warum? Weil die zwei Remastered Tracks King und Der Fisch ist kein Bär hier rausgefallen sind. So sieht das Ganze aus. CD in Weiß und Schwarz, beziehungsweise Sony hier in Silber gehalten. In einer Papphülle. Dann haben wir das Poster. Sieht folgendermaßen aus. King of Rap hier im A3 Format. Also der üblich hochintelligente Gesichtsausdruck des Rough Riders. Rückseite blank. Poster im Hochformat. Und dann kommen wir schon zu der Tasche, zu dem Kulturbeutel. Also haben hier den Aufdruck King, weiß auf schwarz, ansonsten glatt schwarz die Tasche. Und dann haben wir hier oben einen Reißverschluss und auch einen Spiegel. Einmal die Taschentücher, das Kondom und die Zahnbürste. Ansonsten die Tasche leer. Und das Ganze auch nur eine, hat nur ein Fach. Also hier ist kein Reißverschluss oder irgendwie noch ein versteckter Teil. Schauen wir nur noch kurz mal, ob wir hier ein Material finden. Nein, das verrät uns leider nichts über das Material. Okay, nicht so schlimm. Wir schauen uns den Inhalt an. Einmal das Kondom in dieser King-Verpackung. Ein violettes Durex-Kondom, haltbar bis Februar 2018. Hier natürlich die Information, wie das Ganze zu verwenden ist. Haben wir schon einige Rapper bzw. Rapperinnen gemacht, dass sie sowas in ihre Box gepackt haben. Aber was ich noch nie in einer Box vorgefunden habe, ist das hier. Eine kleine Packung Taschentücher. Also nicht diese normale Größe, die man kennt von Taschentüchern, sondern ja, abgeschnittene Taschentücher, sage ich jetzt mal. Relativ kompakt. Klassisch natürlich in Weiß. Und dann haben wir noch diese Zahnbürste, diese Reisezahnbürste in so einem Plastik-Cover, in so einer Hülle. King, auch hier wieder der Schriftzug. Das Ganze einfach zum Herausziehen. Und dann hat man hier für unterwegs eine Zahnbürste. Ja, alles was ein King so braucht, wenn er unterwegs ist. Wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser Kulturbeutel in Schwarz, inklusive der Zahnbürste, der Taschentücher und des Kondoms. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die Instrumentals in der Papphülle und das Album an sich, King of Rap. Das alles in dieser wunderbaren Box, King of Rap von Rough Rider of Love. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr
den Rough Rider of Love unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.